Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Ellsworth. Jule will von mir 50 Heiltränke haben. Ja, Elfriede. So 50, oh Herbert. Bitte sehr, 50. Du kriegst von mir noch einen Nasort-Bergarbeiter. Oh, zwei, das lohnt sich, danke sehr. Warte. Ja. Oh. 300.000 ist auch ganz schön wenig. Ne? Ja, eigentlich nicht. Na gut. Ich drück mein Auge zu. Gut. Aber gerade noch so, hä? Ja. Ey, Magiefaust, kannst du mir bitte helfen? Magiefaust. Wie schreibe ich Ihnen jetzt? Einfach auf im Chat auf Gilde wechseln und dann Enter. Der hat mir aber auf Pink und Lila geschrieben. Pink geschrieben. Auf Flüstern. Na, geh trotzdem auf Gilde. Das sieht halt nur die Gilde. Das ist ja. Wenn ich das jetzt sehe, ich bin der Einzige, der sonst noch online ist, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Ich habe ihm geschrieben, per Flüstern, passt schon. Na gut. Der hat nur geschrieben, hey, kannst du bitte mal helfen? Jul, wir müssen uns ein bisschen beeilen hier, Altarraum, mindestens schwer und so, ne? Was ist denn KW von BM? Frag mich nicht. Keine Warnung, was der meint. Ah, mein Lieblingslied. Wow. Was meinst du? Wow. Klassenwechselquest brauche ich Hilfe. Ach, du kannst nicht, Jul. Wollte ich dir mal sagen, du kannst gerade nicht. Ignoriere ihn einfach, ich erkläre dir das später. Warte. Wow. Jul, beeil dich, sonst bist du wieder tot. Los geht's. Alles klar. Wollte ich dir mal gesagt haben. Jo. Ist das jetzt? Ja, es ist jetzt schwer. Ich war gerade der Annahme, dass das auf normal ist, weil wir uns irgendwie genauso schnell durchschnetzeln wie vorhin. Ja. Also ich muss sagen, am Anfang habe ich diesen Carnivore, wie hieß der Drache nochmal? Cortisac, glaube ich. Cortisac. Wie komme ich auf Carnivore? Was war nochmal ein Carnivore? Oh! Ich habe vergessen, meine Quest zu lieb. Ah, Jo, dann machst du das halt irgendwann mal später. Ich verspreche. Ah, du musst ja eh bis zum nächsten Teil leveln. Das ist ja deine letzte Quest und da kannst du das auch gut mitmachen. Ja. Abzeichen des Elite-Soldaten Juta, Albtraum. Warum sage ich immer Albtraum? Das heißt Altarraum. Albtraum. Albtraum, Ernten. Ah, Maggie Faust hat sich ausgelockt. Tora beleidigt. Jul, du bist aber auch einfach egoistisch, hä? Ja, hier gibt's zwei, aber der auch nicht. Ja, es lädt gerade noch. Okay, bei mir auch. Ich hab dadurch leichten Zweifel. Du bist noch da, ja? Ich bin noch da, ja. Ich hab keine Connection-Probleme. Nee. Du kannst leichte Bedenken. Sonst hau ich ihn in die Fresse. So einfach ist jetzt das. Jetzt auch noch? Also, ich bin kein Experte. Ich glaube, das hat sich gerade irgendwie... Ich glaube, das hat sich gegessen. Ja, aber die Maus geht noch. Die Maus? Ach ja, die Maus geht noch. Wir haben ja noch 9 Minuten Zeit, so ist es ja nicht. Wir können uns jetzt das Bild so ein bisschen angucken. Du hast 9 Minuten das Bild an. Und sonst so? Jetzt, ich hatte es mal kurz minimiert, angemacht, jetzt habe ich schon kein Bild mehr bei Ellsworth. Also schon das Ellsworth, aber es geht weiter, du hast die Gruppe verlassen. Ja, ich bin jetzt mein Ellsworth irgendwie aus. Und bei mir geht's weiter. Ja, scheiße. Machen wir jetzt. Naja, ich würde sagen, ich mache das hier noch weiter und du, weiß ich nicht, Eierkuchen, moderierst noch mit bis, Ja, genau. Ja, ich werde das wahrscheinlich auch alleine hinkriegen. Wird zwar vielleicht ein bisschen länger dauern, aber schaffen kriege ich das. Schaffen tue ich das schon. Ja. So, jetzt sei still, Mana-Wandler. Mana-Esser. Mana-Wandler. Wie komme ich nochmal auf Mana-Wandler?
Was war nochmal ein Mana-Wandel, abgesehen von meiner Attacke? Irgendwas anderes war. A, B, C, D, E, F, G. Ach so. Ja, aber irgendwas anderes war nochmal ein Mana-Wandler. Ich glaube, das war irgendwas mit Amalur. Also, denke ich gerade so, aber da würde mir nichts einfallen jetzt momentan. Übrigens, ihr seht gerade Skills vom Feinsten gegen diese gegen die Steingargäuse. Meine Meinung. Vor allem bei dir, Jul, ne? Finde ich auch so, ja. Schade, ich mochte das Bild. Ach, jetzt halt die Fresse. Ich glaube, ich sterbe an den Gargoylen. Ich glaube, ich sterbe an den Gargoylen. Ich glaube, ich sterbe an den Gargoylen. Jul? Ich glaube, ich sterbe. Weißt du auch, woran? An den Gargoylen. Scheiße, hä? Lässt sie nicht vermeiden, es ist wie Seismark. Und eine gute Kommentatorenstimme. Da ist der Dorsyrus-Käfer. Ich habe gerade den Dorsyrus-Käfer gesehen. Da stand der Syrus-Typ über einem Donnerkäfer drüber. Das ist wie Seismark, hä? So spielt's Läbe. Ich hab Syrus besiegt. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht. Wir haben auch noch mal Duter, der komische Magier, gell? Wird schon schön. Ich sag einfach mal ja. Ach komm schon. Wartet mal, Freunde. Okay, da bin ich wieder. Wirklich beenden, abbrechen. So, jetzt habe ich zwar ein bisschen länger gebraucht und Jul hat auch nur noch 5 Minuten, der klingt sich dann einfach irgendwann aus, ne? Hast du die Zuschauer unterhalten? Während die Aufnahme pausiert war? Ja, hoffentlich, gell? Weil sonst hau ich dich morgen. Ich sehe das ja nachher. Du hast echt eine Macke, eine kleine, hä? Haha, Steingargeul, du kriegst Blitze ab. Auf die Fresse, wütender Steingolem. Also ich sage jetzt mal Tschüss und auch euch Tschüss. Jetzt Leute, schon? So. Nee, Jul, vier Minuten. Vier Minuten. Es ist jetzt 26, du musst halb gehen. Also, 4 Minuten. Noch nicht verabschieden, ne? Ja, ich glaube, ich mache die Folge dann doch einfach so lang, wie sie ist. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr heute auf Elsword. Das hat mir jetzt gerade alles versaut, dass du nicht mehr mitmachen kannst. Tja, das ist echt. Alles versaut. Ja, ne, fall genau darunter. Das hatte ich vor. Was ist denn mit dem Gargoyle? Ach, okay, der wartet, bis ich runterfalle und von alleine sterbe. Das ist eine sehr kluge Taktik. Oder er hat gewartet, bis sein Freund aus dem Abgrund hochfliegt wieder. Ich hoffe, in 2 Wochen ist der Jul dann wieder normal. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich LPs bringe. Ich mache da jetzt auch keine Ankündigung groß, abgesehen hiervon, Elsword. Ich habe keine Ahnung. Und wenn nicht, habt ihr Pech. Und wenn doch, ist es irgendein Ersatz für Elsword. Die ist wie Seismark, so spielt's Läbe. Alter, meine Nase juckt. Jul, kratz mir meine Nase. Ich kann gerade nicht. Ich muss Elsword spielen. Wo ist denn dieser Syrus-Scheiß-Typ? Ich hab jetzt den Duter. Nee, wo ist denn dieser Duter-Scheiß-Typ? So rum. Ich hab jetzt den Syrus und hier ist noch der Hauptmann. Aber der Duter fehlt.
Aua, nicht mir ins Gesicht schießen. Also, ich bin froh, dass du die 4 Minuten jetzt noch da bleibst, weil du bist auch, und so, ne? Hm. Ein Quell an Freude und... Hm. So, das war's mit diesem Typ und hier müsste noch jetzt noch... Ach ja, der Mana-Esser von vorhin. Der hat sich jetzt auch wieder versteckt. Ist dir was aufgefallen, Jul? Hm. Was ist denn dir aufgefallen? Ja, das halt, ne? Ah. Das Übliche halt. Eigentlich wär's gewesen, dass ich wirklich Mana-Esser und nicht Mana-Wandler gesagt hab. Hm. Hm, na gut, hm. So, jetzt geh endlich drauf, du blöder Steingargoyle. Dann kann nämlich auch dieser Steingargoyle... Ah, toll, jetzt bin ich verwirrt. Hä, jetzt bin ich nicht mehr verwirrt. Ach, das ist verwirrend! Und Jul, was soll ich heute eigentlich nach Elsbeth noch aufnehmen, so? Pokémon? Oder Zelda? Oder Agares? Welches Pokémon? Mystery Dungeon oder gelbe Edition? Pokémon. Ja, aber gelbe Edition oder Mystery Pokémon. Dungeon? Ja, das ja. Gelbe Edition oder Pokémon. Mystery Dungeon? Pokémon. Also spiele ich Zelda. Pokémon. Also spiele ich Zelda. Pokémon. Ist gut. Pokémon. Jule sagt Zelda, ich höre es ganz deutlich. Zelda. Sag ich doch. Zelda. Wo ist dieser Mana-Esser, Mana-Esser, Mana-Wandler, Mana-Essender, Wandler, Wandler-Essender, Mana, Mann, 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 so, alle, jetzt sage ich dir mal Tschüss. Ja, ohne Moment da, ich sage dir auch gleich zurück Tschüss. Kai. So, okay, okay. Tschüss. Tschüss alle und tschüss Leute. Tschüss Julius. So, da ist mal wieder Skype aufgeplöppt, war ja klar. Und ich muss jetzt alleine Beirut besiegen. Hä? Ach, deswegen, natürlich. Altarraum-Experte, damit hätte ich gleich rechnen müssen. Das war natürlich falsch, dass ich hier auf schwer reingegangen bin. Warum auch nicht? Ich habe es eigentlich auch gleich gewusst. Aber ich wollte nicht so viel ein Profi dastehen. Deswegen ist der Jul dann auch raus, weil er meinen Schwindel bemerkt hat. Und ja, der wollte sich einfach nicht die Blöße geben und hier mit mir das Falsche machen. Und deswegen hat er sein Spiel abschmieren lassen. So einfach ist es nämlich. So, dann kann ich mir hier das mal reinpfeifen. Au, 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 au. Ach ja, Freunde, übrigens, ich habe leider letzte Woche Sonntag Castle auf Sat.1 verpasst. Wenn ihr mal sagen könnt, was da dran, um was es ging, dann kriegt ihr eine Autogrammkarte. Die müsst ihr euch dann aufheben und wenn ich dann Fame bin, also quasi morgen, müsst ihr die dann auf eBay stellen. Dann ist die Haufen wert, ne? Also, wisst schon. Und so, immer in die Kommentare schreiben, um was es ging, wenn ihr es gesehen habt. Und nicht Wikipedia, das merke ich. Weil auf Wikipedia wird sowas wahrscheinlich nicht gerade stehen. Vielleicht gucke ich es mir auch noch auf Sat.1 Now an. Weiß jemand von euch, ob es das auf Sat.1 Now gibt? Oder ob das wie Kabel 1 ist, dass da nur die Trailer gezeigt werden dürfen, weil das anders oder Copyright-Verletzung ist? Ach, fragt mich nicht was. Die haben eh alle Probleme. So, ein bisschen davon. Oh, die Sprungattacke. Hey, jetzt hat er... Ich glaube, ich müsste mal das hier machen. Ah, warum dieser scheiß Kriegsschrei? Ehrlich mal, der macht immer seinen Kriegsschrei, wenn ich mit meiner stärksten Attacke reinzimmern will. Und dann bin ich natürlich am Arsch. Und ich sollte mal hier die 3 mir reinpfeifen. So, jetzt ist aber gut mit dir. Jetzt ist aber gut. Jetzt ist vorbei mit dem freundlichen Aale. Natürlich macht er wieder Kampfschrei, ist doch klar.
Warum sollte er auch was anderes machen, wenn ich meine stärkste Attacke mache? Oder? Ich bin übrigens gleich tot. So, pfeift dir das Ding rein. Ja, komm, ja, komm, ja, komm, ja, komm, jetzt noch. Ja, los, 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 mir nicht in den Rücken. Sehr gut. Das war schon ein bisschen schwieriger, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und dieser Scharfschütze, der kann gleich mal drauf gehen. Oh Gott, ist das ätzend. Der Typ war jetzt nicht von schlechten Eltern, ich sag's, wie es ist. Alleine auf schwer ist das schon ganz schön heavy. Und ein neuer Titel wurde freigeschaltet, den gucken wir uns gleich mal an. Mal sehen, was man dafür tun muss. Wie lange? 13 Minuten, das reicht ja eigentlich auch für die Folge. Mit Anmoderation und so, ja, wird es jetzt 14 Minuten sein. Ungefähr. Werden wir sehen. Hey, dadurch, dass ich anfange noch mit dem Jun in der Gruppe war, kriege ich auch noch ein paar mehr XP. Auch wenn er dann nach der Hälfte raus ist. Jetzt bin ich alleine. Alleine online, alleine online, alleine online. Was habe ich denn eigentlich so alles? Ah, ja, das kommt dahin, da kommen die Karten hin. Das wird dann eh weg sein. Das ist alles Rotze. Das kann ich nochmal aufmachen. Ja, oh geil, eine zerbrochene, rostige Waffe. Cool. Was haben wir hier? Verbesserte, verstärkte Kampfhandschuhe. Aha. Sind aber doof. Wobei, ja doch, die sind doof. Was hätten wir? Das finde ich aber jetzt schon so ein bisschen doof, die Versiegelungssteine. Dass man, dass das jetzt hier auf normal ist und dann hier auf einmal auf Experte. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen doof ist das, ja. Aber nicht zu ändern. Und genau aus diesem Grund. Ach ja, das wollte ich noch gucken. Welchen Quest, welchen Titel habe ich mir freigeschalten? Was muss man da machen? Krähenschiff, Krähen-Luftschiff-Experte mit maximal 10 Gegentreffern. Lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Ne, lohnt sich nicht. Ist zwar eigentlich ganz gut wegen Angriffsgeschwindigkeit und Ausweichen, lohnt sich aber trotzdem nicht. Das hier, was macht das? Wow, ui, ist das toll. Raser. Raser ist schon extrem cool, aber Altera Core Expert in 8 Minuten, das kann jemand anderes machen. Was haben wir hier noch so? Wilder Gärtner. Ah ja, geht. Efeu. Man sollte seine Pflanze stets gut behandeln und niemals das Gießen vergessen. Nee, brauchen wir nicht. Das ist zu viel Minus. Und darauf kann ich verzichten. Ach, du Kacke. 20 Mal auf Experte machen. Das ist aber auch ein geiles Teil. Boah, das ist schon cooles. Was ist das? Geheimniskrämer. Ja, das kann ich nicht machen. Ich bin noch nicht Level 60. Was ist das? Reitverbot? Okay, das sind die Viecher. Das gibt auch allerdings Minus. Ich mag irgendwie Zeug lieber. Oh, das Ding ist auch cool. Nichts wie weg, Blutesser. Fehlen noch 200 Blutesser. Und Spriggan. Aber Spriggan habe ich noch nie getroffen. Deldagarde. Alles auf Experte mit S-Wertung und das Händlerviertel sogar mit S-Plus-Wertung. Ui. Zerstörer, Barrikaden, na, das geht eigentlich auch. Und das hier ist ja jetzt so ein bisschen doof. Also ich sag mal so, ich brauch's nicht. War das nicht mal weniger Wahrscheinlichkeit? Naja. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz zufrieden mit dem Jäger der Finsternis. Das ist so ein gutes Mittelding.
Also, was ich vielleicht noch machen kann, ist... Guck mal, hier ist jemand Level... Na, der wird eh nicht mitmachen. Der wird vielleicht doch mitmachen. Hui, wir sind wieder vollzählig in der Gilde. Das heißt, ich kann mich gleich ausloggen. So. Der wird sich eh bald wieder aus der Gilde entfernen. Das weiß ich eh schon. Das sind solche Leute, die stärker sind als der Gildenmeister. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen voreingenommen bin, Alpha-Tier AP. Aber das sagt auch schon dein Name. Ja, Mana-Wandler. Das ist das, was von dem ich ständig rede. Ist aber ein bisschen sinnlos. Ach nee, von Mana wird's ein Geisterenergie. Naja, ist trotzdem egal. Brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Nein. Ich will aber die Geisterenergiewelle. Geisterenergiewelle. Und hier hole ich mir die unterdrückte Energie. Und was ist das eigentlich? Wolfsgeheul. Verbessert Wolfszahn Geheimtechnik Wolfgeist. Wir brauchten das. Schaden bei Okay, das brauche ich eigentlich beides nicht. Ich besitze keine von diesen beiden Fähigkeiten. Das heißt, da kann ich eigentlich nur wieder sparen. Sparen, sparen, sparen. Ich laber euch schon wieder zu, merkt das? Laber, laber, laber. Laber, palaver. Palaver, palaver. Laber, laber, laber. Mr. Laber, laber. Versteht er? Solo, Partnerring kaufen. Partnerring. Eisstatue, ne? Hitze, ne? So also Gefechtsmontur, Ed. Ich hätte ja gerne hier so einen Fossilienanalysator. Analysierer. Ein Gerät, mit dem du antike Fossilien öffnen kannst. Einen hätte ich wenigstens gerne. Einen einzigen hätte ich gerne. 70 L-Coins. Wie viele L-Coins? Was ist denn das? Ich hätte jetzt gerne mal nachgeguckt, aber das hat das Internet geöffnet. Ah, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Naja, aber das wird wohl nix. Oh, Halskette des Magiers. Ja, eigentlich ganz doof. Gutschein für Klassenwechsel. Das Ding sieht ja cool aus. Es gibt hier allgemein coole Sachen. Hier bei Avatar zum Beispiel. Teile als Waffen. Na gut, das würde ich mir vielleicht nicht ausrüsten, aber die Teile sehen auch cool aus. Löwenkopf lang schwer. Praktiken lang schwer. Lang schwer. Oder hier die Haare. Gefällt mir eigentlich auch sowas. Aber sowas kaufe ich mir dann lieber. Hier am Brett, da hat man nämlich die Gegenstand annehmen. Das habe ich ja angeboten mal. Gut. Kaufte Menge 0 Stück. Man kann nicht alles haben. Was wollte ich? Ach ja. Hier bei Avatar. Und dann mein Charakter. Aber die Dinger kosten extrem viel. Und ich weiß nicht. Wie viel habe ich? 3,7. Und das habe ich auf. Und das wird auf jeden Fall nicht dafür reichen. Avatar. Ara. Hier, guck mal, wie teuer das Ding, das Zeug ist. Das Dingzeug. Ich hätte mir eigentlich schon länger gerne einen neuen Haarschnitt machen lassen. Aber das gibt es leider nicht, Big. Und, Entschuldigung. Und echt Geld möchte ich dafür nicht ausgeben. Es ist ja auch schon spät, es ist schon 8:45. Ich muss gleich ins Bett gehen. Und hier gibt es auch nichts Neues. Aber ich kann mir hier ein bisschen Gegengift holen. Was gibt's hier? Ah, da kann ich mir auch hier so ein bisschen was holen. Was gibt's hier? Ah, da kann ich mir auch hier so ein bisschen was holen. Was gibt's hier? Ah, da kann ich mir auch hier so ein bisschen was holen. Ich verstehe gar nicht, warum der Yule so einen exorbitant hohen Verbrauch von Heilungsmitteln hat. Verstehe ich nicht. Wie kann man nur so viel Heilung brauchen? Ich begreife es nicht. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Oh, Elsword Desu hat die Gilde Black Demon Hearts gegründet. Cool. Und das Alpha-Tier hat sich ausgelockt. Noch ist er in der Gilde.
Werden wir mal sehen. Ich quatsche euch echt nur noch zu, merkt ihr das? Ich mag übrigens dieses kleine Pad hier. Das ist nämlich die Mini-Form von diesem Viech, was ich gerade besiegt habe. Von diesem Bärrutz ist das die Mini-Form. Das ist ganz cool. Hätte ich gerne. Muss man sich aber für echt Geld kaufen. Und darauf zu habe ich keine Lust. Und da hätte ich auch gerne noch 4 geheime Befehle der Dämonen mehr. Aber die hole ich mir irgendwann anders. Irgendwann anders. Vielleicht haben wir sie in der nächsten Folge schon. Ich habe die Ferien über keine Zeit. Aber vielleicht haben wir es trotzdem schon. Naja. Auf jeden Fall, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt eh alle schon ausgemacht, weil ich nur noch rumquatsche. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ja, im Ferien kommt wahrscheinlich nichts. Und wenn doch, habt Glück. Dann kommt aber kein Elswirt. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und bis dann.